Hey Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe bzw. Folge Let's Play Tales of Zestiria. Tja, und beim letzten Mal haben wir hier aufgehört, nachdem wir erfahren haben, der Krieg ist ausgebrochen und wir haben ein bisschen Angst um das Dorf und dementsprechend werden wir jetzt den Herr der Söldner fragen, ob er das Dorf nicht verteidigen kann. Mal gucken, ob er es macht. Lucas, I'd really like you to seek refuge along with the villagers. Like hell. The battlefield is where we earn our living. Besides, we just helped rebuild your town here, no? You really want to see Roland's tear it to pieces? I'm just worried about all of you. Beschütz sie, los! Please. Fine. Yes! We'll pull back beyond the Grifflet River. Nice! It's a damn shame. We're just gonna abandon this town right when it was getting its punch back? We both know what's really important. I can tell I'm no match for this herder of sheep. Change of plans, you bums! We're taking the townsfolk to safety, up north, across the Grifflet River. Get your preparations in order. Thank you. You'd better get ready yourself. The bridge still isn't fully restored just yet. We'll probably have to go ahead and set up camp by the riverbanks. You got it. Okay, wir können uns jetzt also auch nochmal vorbereiten. Er hat auf jeden Fall zugestimmt, das zu machen. Und wenn ich mich recht erinnere, die letzte Aufnahmesession ist schon eine Weile her, dann hatten wir in der Kirche noch irgendwie so einen Stein oder sowas, den wir mitnehmen konnten. Oh, was ist das? Ah, das ist wieder so ein Norman. Hast du noch Ausrüstung mit offenen Fertigkeiten? Ich kann sie nett und hübsch herrichten. Ja, dann machen wir es direkt auf das Schwert. Damit ist dir erstmal geholfen. Wenn du mehr brauchst, dann rufe mich zum Herrscher des Landes. Yeah, Norman. Also man muss echt sagen, die Fertigkeit, die sie hat, die zu finden, ist richtig nice. Und da ist der Stein, den wir gesucht haben. Und zwar ist das grüner Irisstein Aon. Die mächtige Armee von Rowlands bereitet sich darauf vor, in den Krieg zu ziehen. Die Soldaten jubeln ihrem General zu. Ah, das ist jetzt so ein eine gespeicherte Erinnerung, oder was? Das wird dann wohl der Fürst sein von Rowlands, der sein Schwert gleich ergreifen wird und die Soldaten in die Schlacht führt. Ist schon geil. Also ich finde das mit den Anime-Zwischensequenzen immer richtig nice. Und alle jubeln ihm zu. Und die Moral ist auf jeden Fall sehr hoch, muss man sagen, wahrscheinlich. Wenn sie alle ihren Fürsten unterstützen oder ihren Hauptmann. Miklio, what do you think it means? The king was handing a sword over. Pretty clear that it was some formal military ceremony. And I imagine the person receiving the sword was a general. The uniform would suggest a general of the Roland's Empire. It's hard to say exactly when this took place, though. Whoever he sure looked like a hero. But what does it mean? It's not like that's a particularly uncommon type of scene. Historically speaking, if we could see more, we might get a better idea as to why this scene showed up. Do you think there are any more? I don't know, but let's try to find them. I mean, hidden glimpses of history? How cool is that? Ja, das ist tatsächlich ganz geil. Ich meine, so eine Steine, die, wenn das wirklich was Historisches ist, vielleicht ist es ja tatsächlich auch etwas, was gerade passiert ist. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir den Stein, jetzt können wir hier eigentlich aufbrechen. Machen wir das? Ja, ich denke mal, oder? Ja, komm. Dann. We're good on our end. What say you, Shepard? Ready to head for the river? Auf geht's zum Grifflet. So, Hauptsache die Leute gehen in Sicherheit. Super wichtig. Okay, hier war das Flussufer, wenn ich das richtig in Erinnerung. Oh nein. Ach nein, nicht das Arschloch. I am Commander General Landon of the Highland Army. Is the Shepherd with you? That's me. Does your business with the Shepherd really require so many troops, General Landon? You're that sellsword Lucas of the Shrub Boys, aren't you? Just as well. You listen up too. I bring word of Lady Alicia. Oh.
Ich hoffe, mit dir ist alles okay. On suspicion of using the Shepherd to foment discord against the state. As well as assisting the Roland's Empire with its invasion, Lady Alicia has been detained. So eine Spacken, ey. Alicia would never do such a thing. It is not an arrest, Shepherd. Merely an interrogation. Well, this certainly stings to high heaven. But if the Shepherd were, say, to wield his power to deliver victory to our troops, it would likely assuage any suspicions we might have. Natürlich wollen die uns erpressen. Why you? Yeah. Saray, let us do as he says. Die wollen halt unsere Macht im Krieg einsetzen. We probably don't have a choice. If Alicia were to die, Mann, ey. Yes. We all know Saray would blame himself for it. And if that were to happen, even someone like Saray could become corrupted by malevolence. That's it, right? Echt eine scheiß Situation. If the Shepherd is corrupted by malevolence, it will guide the world to ruin. Faster than even war could accomplish. The sooner we end this, the better. We can make this work. After all, you've got us with you. If I fight, do I have your guarantee Alicia will be released? If you bring us victory, then yes. We're coming too. Sorry, but it just ain't in our blood to turn tail and run. We sellswords have built up too much pride in too many battles for that. Very well. But I'm in charge here. You had better not forget that. So ein fucking Penner, ey. I'll be waiting on the battlefield. Hey, cheer up, buddy. With the woodsman on the job, the Shepherd won't even have to lift a finger. Saray, please hold your head up high. I told you, didn't I? You've got us with you. Don't get all stupid gung-ho about this war business, okay? Just do what you need to do to get this crap over with. Thank you, everyone. Das ist echt eine richtig beschissene Situation. Ich meine, er muss das jetzt machen, damit alles okay ist. Wir sprechen hier nochmal mit ihr. We just heard. That's awful. Can't you just sit out this war? They'll use you for all you're worth. And when you're done, they'll still probably kill Lady Alicia. Wenn sie das auch tun, ey, ne? Dann gnade ihnen Gott. Really? We all know that the charges against Lady Alicia are a load of hog's wallop. We're heading out to Lady Lake to petition them directly. That's right. Surely the council will not be able to ignore the voices of so many citizens. So please, don't give up hope. Just promise you'll come back. We'll be waiting for you, gentle shepherd. Thanks, everyone. I'll be back. Das ist schön, dass er dann trotzdem noch Leute gefunden hat, die ihn mögen, die ihn unterstützen und die ihm auch helfen wollen. Wo ist denn die Krake hin? Naja, egal. Weil die anderen wollen es halt nicht, ne? Also irgendwie wollen 90% aller Leute den Hürden ja doch ausnutzen. Habe ich das Gefühl. Oder für ihre Zwecke einsetzen oder eben für einen kleinen Auftrag, weil sie denken, er ist der Bote für alles. Das ist richtig kacke, ey. Das ist, ich sag mal, das ist ja auch eine Position, die Verantwortung bringt. Wir kämpfen mal ein bisschen zu leveln nebenbei noch. Und eigentlich sollte man sich doch als Hirte mit anderen Dingen beschäftigen und nicht eben mit den Kleinigkeiten der Menschheit. Und ich sag mal, wenn er jetzt zum Beispiel Partei ergreift, und wir wurden ja davor gewarnt, das zu machen, dann kann es halt sein, dass eine Fraktion komplett ausgelöscht wird, ne? Ich meine, er hat eine große Macht. Und ja, große Macht bringt große Verantwortung, nicht wahr? Boah, also die Gegner sind hier wirklich kein Problem mehr. Selbst die Dinger, die früher ein bisschen mehr ausgehalten haben, sind hier keinerlei Gegner mehr für mich. Ist ganz nice. Ich denke mal, in dem neuen Gebiet gleich wird sich das ändern. Falls ihr euch fragt, warum ich hier hinlaufe, das ist für mich der einzig denkbare Weg, wo wir hin können. Denn hier waren wir noch nicht. Und ich denke mal, das ist auch der Weg, wo es halt weitergeht. Den anderen wüsste ich gar nicht tatsächlich. Ja, und die Vögel haben ja noch nie was ausgehalten. Da sind beide gleichzeitig gestorben. Aber ich muss sagen, ich feiere das Spiel auch immer noch. Ich weiß, dass viele von euch das nicht nachvollziehen können, warum ich das gut finde. Und auch viele würden das wahrscheinlich deswegen gar nicht erst gucken. Aber ich spiele es, weil ich Spaß dran habe. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache, wenn man sowas macht.
Und da freue ich mich über jeden View, der noch draufkommt. Aber ich mache es halt für mich vor allem. Und wir sehen jetzt eine Sequenz. Oh mein Gott. Das sind mal fucking viele Pfeile. Oh je. Krieg ist echt was Schreckliches, ne? Auch wenn wir das immer spielen, in Computerspielen oder so, es ist nichts, was man erleben möchte. Selbst zum Pfeilhagel. Charge! Oh, meine Fresse. Und da müssen wir jetzt gleich mitten rein, oder was? Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind so eher der Spezial-Eingreiftrupp. Do not lose sight of what you believe to be true and good in your heart. You don't need to worry so much about me. I'll be fine. Und wir sind angekommen im Lager. Können hier auch direkt speichern. Das werden wir direkt mal machen. So. Oh, Norman. Da ist noch ein Norman. Sehr gut. Die sagen immer dasselbe. Also brauchen wir das nicht immer durchlesen. So, okay. Sehr gut. Der gehört auch zu unserer Truppe jetzt. Da die Invasion von Roland so plötzlich kam, sind der dritte und vierte Zug den anderen vorausgeeilt. General Landon wird sich dem Angriff bald anschließen. Wir fordern sofortige Verstärkung durch die Truppen der Hauptstadt an. Oh je, Leute. Wir sind hier in der Verteidigungsstellung. Es wird heute noch mehr Verluste geben. Der größte Teil der Verstärkung ist immer noch in der Hauptstadt. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis er hier eintrifft. Oh, das hört sich aber nicht so gut an, tatsächlich. Ja, das ist eine Schatztruhe, die wir nicht öffnen können, weil wir den Schlüssel nicht haben. Ja, wir haben die Größe der gegnerischen Truppe falsch berechnet. Deshalb fehlen uns viele Pfeile und Steingeschosse. Ich glaube nicht, dass wir weitere Vorräte bekommen. Ich glaube, wir werden uns auf unsere Männer und den Nahkampf verlassen müssen. Oh je, die sind schon arg abgeschlagen. Wir haben unsere Reihen erst neu wieder aufgefüllt. Wir sollten also erst einmal genug Essen haben. Das. Achso, das ist ein Loch im Zelt. Ich habe mich gerade gewundert, was das sein soll. Und hier scheint das Hauptzelt vom Hauptmann zu sein. Und Lucas? Setting up an ambush on the right flank. Come back here, Shepard. You will be leading the charge front and center with the. Nein, wir werden Lucas unterstützen. Have you forgotten that this is my battlefield? Ist mir scheißegal. Arschloch, ey. Die Musik ist schön. What can one brat like him even hope to accomplish? Have the Chancellors gone deaf? Du hast doch nur Schiss von mir, Spacken, ey. Arsch. Kann ihn jetzt schon nicht leiden, den Sack. Wobei, ich konnte ihn noch nie leiden. Von daher ist es eigentlich egal. Oh, hier ist noch ein Monolith. Den nehmen wir natürlich auch mit. Und da vorne ist ein Händler, heißt, hier können wir uns jetzt nochmal aufstocken und das werden wir auch machen. Und zwar gucken wir mal, ob wir was Besseres finden. Schwerter sind schlechter, die Schleifen sind auch schlechter. Erdring ist ganz nice, den kaufen wir mal und legen ihn mal Zoe an. Und die Schuhe sind auch schlecht, der bringt mir also gar nichts. Wenn wir irgendwas verschmelzen, der Bernsteinstab ist auf Max. Können wir einen neuen Bernsteinstab kaufen? Ja, sehr gut. Heißt, wir haben was zum Verschmelzen. Nein, wollen wir nicht ausrüsten, sondern direkt Waffe verschmelzen. Bernsteinstab mit Bernsteinstab, perfekt. Dann ist der nämlich auf plus 1. Und sonst haben wir hier nichts zum Verschmelzen. Eine Bernstein-Tiara, hat er eine? Das wäre natürlich nice. Nee, hat er nicht. Schade. Können aber mal noch Schrott verkaufen, glaube ich. Also, schäbiger Speer, das können wir loswerden eigentlich. Wobei, eigentlich brauchen wir das nicht verkaufen. Eigentlich ist das Schwachsinn. Denn letztendlich brauchen wir das meistens dann doch zum Verschmelzen. Oh, die halten mehr aus. Also zumindest ein bisschen. Die halten nicht ganz so viel aus. Beziehungsweise die anderen haben nicht ganz so viel ausgehalten. Aber die sind da doch schon ein bisschen besser dabei. Aber es ist ja auch ein neues Gebiet, von daher kann ich das sogar verstehen. Der Schaltstoß ist echt nice, muss ich sagen. Der bockt echt. So, dann gucken wir mal hier laufen, diesen Gang lang. Die Musik ist voll traurig irgendwie. Alter Schwede. Noch mehr.
So, jetzt aber. Das Geile bei diesen Spezialattacken ist halt, dass man, oder beziehungsweise allgemein bei den Attacken, dass man halt auch mehrere gleichzeitig treffen kann. Das finde ich eigentlich ganz nice gemacht. So, da oben müssen wir hin. Wir können aber auch nach rechts gehen. Ich sagen, wir gucken hier einmal noch nach rechts. Denn da hinten sind noch zwei fucking Truhen sind da hinten, ne? Und hier ist irgend so ein Krieger, Echsenmann. Ja, das sind Hellion-Form von Soldaten. Heißt, die sehen gar nicht mehr aus wie normale Soldaten, sondern eben sind zu Hellions geworden aufgrund der Boshaftigkeit hier. Bernstein-Montur, wir halten auf jeden Fall gut Zeug. Und den werden wir natürlich auch einmal hauen. Dann können wir einen Überraschungsangriff machen. Ja, aber ich muss sagen, die Soldaten halten dann doch nicht so viel aus. Ist aber vielleicht auch ganz gut. Dann können wir hier relativ entspannt durchgehen, bis wir dann zu dem richtigen Schlachtfeld kommen. Gut, so, und jetzt noch du, Kollege. Auch du wirst weichen müssen. Und dann können wir auch uns die Truhen da oben holen. This aroma. Ah, nice. Und Safran ist auch am Start. Apfelgummi und heiliger Trank. Und wir werden direkt noch von einem wilden Wolf angegriffen. Aber das ist ja nichts Neues. Sind aber auch viele Gegner. Also ich sag mal, die Kombo an sich, der Mittelteil bringt halt gefühlt gar nichts. Aber die ist Ende. Obwohl, eigentlich summiert sich das ganz schön, ne? Also ist das eigentlich doch schon okay. Kann man machen. So, und da ist er über. Aber Mikleo macht auch ganz gut Schaden, muss ich sagen. Also der haut auch ordentlich rein. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall alles weggeholt, außer den. Den machen wir aber auch noch weg. Den Axtschnabel. Guck mal, das geht viel schneller, wenn wir einfach unseren Fluid Search hier reinhauen. Dann sind die quasi direkt weg. Die haben keine Chance. Und auch du musst weichen. So. Das geht fix. Und jetzt weiter. Zum Stern. We should be able to spot Lucas's team from the top of that cliff. Yeah, the enemy will never notice Saray. The mercenary's flank attack was a failure. Fall back to rejoin oh the nein. Forces. Hurry while there's still time. So ein Fehlschlag. You're just going to abandon Lucas's team? If we don't take advantage of their sacrifice, more troops are gonna die out there. But they're still fighting out there! Welcome to war, kid. Let's go! Das kann echt nicht wahr sein. It seems cruel, but you can't hold it against him. Dang it! Wir müssen ihn unbedingt beschützen! Er kämpft da alleine gegen sich, Leute. It's pointless. The air is overflowing with people's anger and hatred. That's why it feels hard to breathe. Battlefields are the cauldrons where malevolence is brewed. There. Going? You bet. I'm counting on you guys. Jetzt unterstützen wir ihn! Yeah! Geil. Easy. Don't worry, I'll go easy on you. Ja, kloppen wir die mal schnell weg, ne? Wollte er machbar sein? Oh, der hält ja gar nichts aus. Alter, er ist richtig sauer gerade, glaube ich. Heftig. Die halten gar nichts aus. Die haben ihm nichts entgegenzusetzen. Alter Schwede. Und das spawnen übrigens immer neue. Ich denke mal, es wird bis zu einem bestimmten Ereignis gehen. Es kommen jederzeit neue hier. Die haben aber auch kein Schimmer hier gerade. Boah. So, ich muss mal kurz Energie sammeln gehen. Das Ding ist, je mehr ich töte gerade,
desto mehr kommt neu, habe ich das Gefühl. Oh mein Gott, kommen da viele! Die haben aber keine Chance gegen mich hier tatsächlich. Machen wir sie weg! Aber die treffen mich schon ein bisschen öfter jetzt. Ich wechsle mal aus und dann machen wir mal ein bisschen Stress mit ihr. Okay, die nächste hier. Alter. Wir werden quasi weggebrutzt. Alter. Wie wir einfach mal 100.000 Soldaten gerade platt gemacht haben. Wie kann man mit nur einem Schwert? What the hell? Something blocked me. Miklu hat ihn gerettet gerade. Monster. What's going on here? The Shepherd. Step aside. Archers! What? This can't be. Anstatt hier einfach zurückweichen, was sind das für Idioten, ey? Oh Mann, ey. Oh, Hauptsache, sie opfern sich. Is this the Shepherd's true power? Lucas, let's go. Yeah. Wie ruhig das geworden ist auf dem Schlachtfeld da. Retreat! Troops of Rollins! The hell? There's a voice in my head! Who the hell are you? I won't ask again! Retreat! It's a demon! Highland has demons on their side! Er rastet so ein bisschen aus, ne? Aber er hat seinen Freund beschützt. Das ist echt cool. Guckt der denn? I'm really glad you're safe. Saray, they'll understand someday. That's right. Thanks. Even if it is just a pat on the back. Gonna cry? Nope. We're not so much money. Tja, aber wir haben Lucas gerettet, was ich sehr cool finde, dass wir das geschafft haben. Und der Krieg ist aber noch nicht vorbei. Das wird nur ein bisschen längere Folge scheinbar. Oh Mann, ey, das macht doch alles so keinen Sinn. Heftig. Oh, es ist genau eingeschlagen. Oh je. Was ist das? Das ist Saray? Oh mein Gott. LOL! What's happening? Fall back! Retreat! Die einfach weggesprengt hat. Heftig. It's over.
Not yet. We still have to quell the Hellions that were created here. Saray. Well, I guess I'll stick with you just this once. Thank you, Miklia. So, und damit ist die Folge jetzt auch vorüber. Das war mal heftig. Alter Schwede, hat er reingehauen. Richtig krass. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall richtig nice. Und ja, wenn es euch gefallen hat... Oh, jetzt greift uns noch so ein Kackwolf an. Hast du nicht gerade gesehen, was ich mit den anderen gemacht habe? Mann, da greift er mich jetzt einfach an. Wenn ich abmoderiere... Ah, spüre meine Macht. Unmöglich, sag ich da nur. So, geht down. Das war eh keine Chance. Was soll das? So, sehr schön. Okay, und damit ist die Folge vorbei. Ich drücke jetzt einmal auf Start, weil sonst kommt der nächste angelaufen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.